Galerie arbeitet seit diesem Jahr mit dem Nachlass Thaddäus zusammen und der Titel der Ausstellung bezieht sich auf eine Schallplatte, die Schallplatte Olé von John Coltrane. Das ist gleichzeitig das zentrale Werk der Ausstellung, einfach weil es die größte Arbeit ist. Auf der anderen Seite aber auch, weil es so ein bisschen programmatisch steht für das, was wir hier zeigen. Und das Besondere an diesen Arbeiten ist einerseits, dass sie sehr stark an die Grenzen von Abstraktion und Figuration gehen. Auf der anderen Seite zeigt die Ausstellung ganz neue Bezüge. Das sind Bezüge zur amerikanischen Pop-Art, zur Malerei von David Hockney. Was nicht zuletzt ganz schön ist an der Ausstellung, ist, dass hier wirklich auch ein Ortsbezug und ein bisschen Zeitgeschichte eben auch zu sehen ist. Die Arbeit Neon von 1979 zeigt die Deckenbeleuchtung des Ratinger Hofs. Das ist eine sehr bekannte Kneipe gewesen, wo sich nicht nur Künstler, sondern auch Musiker getroffen haben. Diese Neonröhren hat interessanterweise auch Immi Knöbel dort installiert, denn der Ratinger Hof wurde von der Frau von Immi Knöbel geführt und da schließen sich eben ganz viele schöne Kreise.